sorry, sir. It's time for you to leave. And so it is. Da sich jemand in den Kommentaren gewünscht hat, dass ich mal ein Video über Cody machen soll, mache ich dies nun. CC-2224 oder auch einfach Cody gehörte mit zu den ranghöchsten Offizieren innerhalb der großen Armee der Republik. Er gehörte zum 212. Angriffsbataillon und kommandierte mit Obi-Wan Kenobi über das gesamte 7. Sky Corps. Im Verlauf der Klonkriege kämpfte Cody oft mit dem Captain der 501. Legion, Rex, zusammen. Dieser wurde dann auch ein guter Freund von Cody. Zudem nahm Cody an unzähligen Schlachten teil, wie zum Beispiel in der Schlacht von Teth, an der Befreiung von Ryloth, an der ersten Schlacht von Salukemai und an der Zitadelle. Es gibt natürlich noch mehr Schlachten, in der er teilnahm. Nach unzähligen Schlachten nahm der Kommandant auch am finalen Schlag der Republik auf Utapau teil. Dort koordinierte er die 212. ins Geschehen und führte später auch die Order 66 gegen Kenobi aus. Nach seinem letzten Einsatz in den Klonkriegen wurde Cody wie alle dem Imperator gegenüber loyalen Klone in das galaktische Imperium eingegliedert. Jetzt noch ein paar Daten über seine Person. Er war ein Mensch mit schwarzen Haaren und braunen Augen. Er war 1,83 Meter groß und wog 80 Kilo. Ein besonderes Merkmal war, dass er eine große Narbe an der linken Gesichtsseite hatte. Zudem hatte er als Bewaffner die DC-15S, die DC-15A und die DC-17.